Minecraft, willkommen zu Folge Minecraft City. Seht ihr auch, was ich sehe? Ein springendes Reh. Was jetzt? Was ist, wenn ich da durchfliege? Nix. Was machst du? Hast du noch alle Latten am Zaun, Mavia? Gott, schießt er hier mit Äxten um sich. Also. Wir sind hier an der größten Baustelle Minecraft Cities. Also eigentlich ist ja Minecraft City die größte Baustelle, aber das ist so das größte Einzelprojekt hier auf dem Server bisher. Das soll ein Flughafengebäude mit Landebahn und allem möglichen Pipapo geben. Ganz offensichtlich. Ja, hat große Ausmaße. Und wir wollen jetzt einfach mal aufnehmen, da das vorgestern im Livestream leider nicht geklappt hat. Ja, da fangen wir jetzt halt einfach mal an. Mavia baut jetzt erstmal hier so eine Halle. Ich kümmere mich ums Hauptgebäude. Und ja, dann sehen wir weiter. Ich muss erstmal hier noch eine Lage von der Eingangshalle machen. Sonst starte ich da auf der falschen Höhe. Für was für Material hatten wir uns jetzt eigentlich entschieden? Das ist Quarz, war es, ne? Genau, für die weißen Flächen hauptsächlich Quarz. Ich will an der einen Stelle mal noch den Smooth Whitestone ausprobieren. Aber das wird nur ein Akzent. Das hier ist dann der Eingangsbereich von der Haupthalle. Ja, noch nicht. Die Eingangshalle fängt erst hier an. Bei den Cobblestones. Okay. Und vorher kommt eine Überdachung ja noch. Also wir haben da eine Vorlage. Und danach bauen wir hier. Und es wird halt der Vorplatz schon so ein bisschen. Weil ich muss ja dran denken, dass ich hier eben eigentlich eins höher bauen muss. Dass ich das nicht vergesse. Mache ich jetzt mal hier kurz so, ja. Diese Struktur schon. Ja, wo war jetzt die Fackel? Ah, da. Ja, und ein paar Fackeln sind aufgestellt worden. Aha, läuft der einfach weg. Hey, bleib stehen. Ah. Ja. Du mit deinen Spielereien hier. Ja, Kanonen und Spatzen. So. Wäre vielleicht sinnvoll, wenn man hier das ausweiten würde. Leider keine Magnum Torches mehr dabei, ne? Ja, ich wollte jetzt nicht noch mehr Fackeln platzieren. Das waren vorhin schon genug. Das waren fast zwei Stacks, die ich da hingeklatscht habe. Da gibt's doch auch was von Funcraft. Abgestürzt.
Nein. Es wird heute auf jeden Fall eine längere Folge. Ich peile mal so eine Stunde an. Da wird sich mehr wieder freuen. Oder nicht? Bitte? Hast du was gesagt? Ja. Ich habe gemeint, dass ich so eine Stunde Aufnahmezeit anpeile und dass du dich darüber freuen wirst. Immer her damit. Hallo? So, immer wieder schön die Fackeln platzieren, weil hier ist immer Zombieland. Beim Bauen ist es immer ein bisschen hinderlich. Bist du voll drin und dann kommt von hinten so ein heimtückischer Zombie an und probiert dich Quatsch. aufzufressen. So, Vorplatz, passt schon mal. Cobblestone haben wir keiner da, gell? Ich nicht, nein. Da ja, doch noch 34, aber. Ja, das ist ein Tropfen auf der heiße Stein. Egal. Dann mache ich hier mal weiter. So, hier fängt die Halle an. Muss man eben später unten nochmal auffüllen. Baust du eigentlich auch? Danke Ich für hatte den. gerade den Ja. Ausschau nach Monstern. Ah ja. Logisch. Aber wir scheinen uns gerade hier in einer sicheren Zone zu befinden. Naja, die Zone. Zone hier. Okay. So, jetzt brauche ich ein bisschen Quarz. Nee, ich glaube, die Wand da unten machen wir mal mit Stone. Wie machen wir den Boden von dem Flughafen? Seltenen Flughäfen, was haben die denn für einen Boden? Ich war auch noch nicht so oft. Nochmal. Au! Hey! Nicht mich hauen. Das durch die Wand durch. Ja. Ups. Da ist er Da ist ja wieder. noch einer. Ein anderer, ein zweiter, wo kommt ihr denn her? Komm, komm zu mir. Put, put, put. Put, put, put. Ich glaube, ich brauche doch den Cobblestone. Ich muss Cobblestone holen. Ne, warte, ich muss erst Taschen lernen. Macht das Ganze keinen Sinn. Taschen schon voll gestopft und wenn sie dann noch voller werden. So. Du musst die Halle bauen, sonst weiß ich nicht, wo die Decke ist. Muss ich mir eine Grundlage geben, wie ich da das hochziehen soll, womit? Habe ich dir doch gesagt, weißt du nicht mehr, auf dem einen Bild da, das an der rechten Seite. Wo sollen denn die Säulen werden? Na, aus Quarz. Quarzsäulen. Okay. Ihr habt doch endlich. Der Zombie.
zum Glück wird wieder Tag. Shadow TS ist auch noch da. Achso, nee, 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 nicht hier. Nicht die hier. Ich meine da hinten, die lange Halle. Weil die... Achso, doch, warte mal. Ach, die. Doch, doch, mach weiter. Aber ab oben wird's dann... Ja, denk dran, dass wir noch einen Fußboden unten haben. Das heißt, du musst 4 hochgehen. Und, warte, 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 nee, jetzt hast du du musst nach dem Außenpfeiler da hinten gehen. Ich peile den gerade an. Nach dem Cobblestone da hinten. Weil das hier wird bloß die, ja, Wortfindungsstörung hoch 10, hey. Warum meinst du? Warte, ich guck gleich. Ah, ich vergesse wieder. Ja. Füllt das hier noch eins auf. Warte, ja genau. Ich mach mal hier gerade die Grundmauer. Wobei du überlegen kannst, dass wir auf der Seite hier Richtung Berg gar keine Fenster dann reinmachen, weil das ja noch aufgeschüttet wird, sondern dass wir da irgendwie was Dunkles dazwischen machen. Wie hoch willst du aufschütten? Bis die erste Etage. Wir hatten doch auf dem Bild war links, beziehungsweise zumindest rechts auf dem Foto von dem Eingangsplatz ging links, beziehungsweise rechts noch die Schräge runter auf so eine Parkebene oder weiß der Kuckuck was. Das wäre doch hier auch ideal. Das, ja, das könnten wir auch machen. Im Prinzip genau die gleiche Situation. Dann machen wir das auf der Seite so. Würden wir quasi hier schräg runter gehen. Ja. Dass man unten auch irgendwie reinkommt. Für die Mitarbeiter oder so. Könnte man vielleicht hier einen kleinen Parkplatz hinbauen oder irgendwas. Hm. Der Platz wirklich nur für die Fußgänger ist. Und dann links und rechts jeweils Parkplätze. Ja, und auf der anderen Seite kann man das ja dann... da habe ich nämlich schon aufgeschüttet. Das ist schnell wieder abgebaut, das ist nicht das Thema. Nee, nee, ich hab da, ich glaube, das passt dann schon so. Die Frage ist, ob wir an der Stirnseite Richtung da, wo du gerade hinarbeitest, ob man da dann wirklich noch irgendwie eine Bahnstation oder so reinbaut. Okay, weiß nicht. Hat's mal wieder geleckt. Weil dann müsste man da... Wäre das eigentlich eine offene Einfahrt? So als Kopfbahnhof irgendwie? Wäre wahrscheinlich auch interessant. Ich habe hier noch einen Cobblestone über. Ist das egal oder? Wie ein Cobblestone. Ach so, ja, dann mach den weg. Die Länge habe ich jetzt nicht. Ah, okay. Oh, was ist denn nicht heute los? Was du auch gemessen hast und was nicht? Nee, die Länge war jetzt nicht abgezählt.
Auf die Seite rechts machen wir dann erstmal keine Säulen, nehme ich an, ne? Doch, die kannst du schon machen, dass man die von innen auch sieht. Ja, Und dann. das ist ja eine Passage, eine Unterdachung quasi, wo man lang gehen kann. Wenn wir das hier aufgeschüttet lassen, brauchen wir hier auch keinen Durchgang zu machen. Ja, aber du musst ja den Innenraum trotzdem gestalten. Und das ist ja sozusagen die Innenwand dann. Nee, die Innenwand ist, die beginnt, was weiß ich, ungefähr hier. Das hier ist außen. Ach, du Nur, dass willst. das hier Ah, halt jetzt überdacht verstehe ich, ist. was du meinst. So war das auf dem Bild. So bin ich davon ausgegangen, dass wir es auch da hinten zumindest machen. Und hier wird das halt keinen Sinn machen. Er ist mal hier überdacht, aber immer noch. Ach, du meinst Noch so einen aus, das Säulengang ist halt dann? ein Außenweg. Genau. Und hier beginnt dann die Halle. Ah, so, jetzt verstehe ich. Aber Richtung wie heißt's? Richtung Landebahn war das auf dem Bild eigentlich eher so als eingefasste Glaswände. Aber da kann man das auch mit Säulengang machen. Wobei ich halt nicht weiß, ob das so praktisch ist. Was reines architekturelles Element. Also zur Erklärung, wir haben theoretisch ein Vorbild, nach dem wir bauen, lassen Grob. aber unsere Kreativität einfließen. So. Jetzt ist die Frage, aus was man dann die Decke hier macht. Oder ob man da einfach ein bisschen dunkler absetzt. Und dann sehen, je nachdem, wie es wirkt. Jetzt hast du aber 4 hoch. Jetzt hättest du 3 hoch müssen. Was? War das auch gesagt, Eigentlich vier? musst du 3 hoch, weil dann kommt die Decke. Oder wir machen. Ja. Eigentlich musst du 3 hoch und dann kommt die Decke. Und die Frage ist, wie man die Decke macht. Ich meine, wenn man die dann auch mit dem weißen Quarz macht, dann müsste man halt nur die Struktur ändern. Würde ich sagen. Da stehen noch zwei Möglichkeiten offen beim Quarz. Ja, oder man nimmt ein bisschen, also was Dunkleres, dass es so einen kleinen Akzent gibt. Burnt Quarz, der ist dann schwarz. Dunkel Ja, genug. dann können wir auch den Abyssal nehmen. Stone. Den habe ich ja extra gesammelt dafür. Glänzt aber nicht so schön. Das ist richtig. Oder man nimmt Marble, da ist man eigentlich in der Farbe mit drin, hat aber einen kleinen Akzent. Na, ist irgendwie, mein PC ist heute irgendwie langsam. Ich glaube, es geht in den Winterschlaf oder so. Fängt aber früh an. Du hast ja vorhin gemeint, der Server sei in Ordnung. Ganz merkwürdig. Ja, der Server läuft immer noch einwandfrei, 100%. Wenn irgendwo was leckt, dann ist das der Client. Ich habe eigentlich nicht mehr auf wie sonst auch. Hallo? Oh, ich muss immer so lange warten, bis sie die Kisten öffnen. Gibt's nicht.
Sesam öffne dich. Mit dem Wand in der Hand geht es wohl gar nicht. So. Ich muss gerade nochmal das Bild öffnen, damit ich weiß, wie ich bauen muss. So, 3. Dann kommt die Decke. Dann 4. Dann kommt die Decke. Und dann muss ich hier noch viel höher gehen. Ja. Sieht ja gut aus. Gut aus. Ja. So. Oh, das wird ein bisschen heftig hier. Decke. So, und eigentlich war mein Gedanke, dass ich hier eben dann runterkomme bis zur Spitze. 9. 6, 8, 9. Was machst du da unten? Hast dich verlaufen? Was? Ein Haufen? Wo? Verlaufen. So, auf 84. Keiner schläft. Hm? Keiner schläft. Deshalb bist du und ach so, bist du deshalb unter die Erde wegen deinem Sarg oder was? Das ist ein Schlafsack, ja. Du wirst bei mir gar nicht angezeigt. Im Schlafsack. Ich kann mir das leider selber nicht anschauen. Aber bei mir bist du unter der Erde. Shadow, kannst du schlafen gehen? Wenn er überhaupt noch da ist. Er steht bloß rum. Ich hol mal schnell ein Bett. Wait. Ups, abgestürzt. Toll, jetzt habe ich ein halbes Bett abgebaut. Jetzt ist es wieder da. Jetzt ist es weg. Heute ist Katastrophe. Enen. So, schlafe. Gute Nacht. Gerade mal. Ja, oh, jetzt wollte ich gerade einen Schluck trinken. Ja.
Den Glock. Sehr lecker. Vom Skifahren habe ich mir ein Sixpack Almdudler mitgebracht. Leckeres Getränk. So, kannst du mir gerade mal, warte mal, ich brauche noch was Dunkleres. Ich glaube, dann nehme ich normalen Stein. Ja. Ich habe doch da an der Ende Fackeln hingestellt. Die hier. Kannst du mir mal immer die Anzahl sagen und dann, wenn sie einen Step machen, dann baue ich das nämlich hier gerade mal an. Stehen ein oder zwei über? Zwei. Zwei über. Raumhöhe 4. Gut. Also zwei und dann geht's. Eine und dann wechselt's. Also, wenn der rausgeht, ist immer eins hoch. Ich glaube, drei. Dann sind Dann. es drei und eins hoch. Aber ich baue falsch. Dann sind es Oder? vier und eins. Warte, 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 warte. Eins hoch. Muss ich hier bauen oder? Nicht, eins weiter drin muss ich bauen. In der ersten sind zuerst drei, dann kommen vier, dann kommen fünf. Nee, ich meine die Tiefe. Also. Ich war zu weit. Ich muss ja direkt bei dem ein bisschen Stone bauen. So, 3, dann sind es 4. Hier vier und eins hoch, ja. Dann 5. Drei, dann kommen fünf und eins hoch. 2, 4. 1 Dann hoch bei sind es 5. an. Fünf plus eins hoch. Jetzt fangen wir mal wieder auf der anderen Seite an. Alles funktioniert gar nicht, weil es da tiefer ist. Wenn ich da ja weiter raus bin, dann geht es ja weiter nach unten. Na, ja, dann bleibt man doch auf der Seite. Wie viel kommen dann? Das ist die äußerste. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 insgesamt. 2, 4, 6, 7. Also 5 plus jeweils 1 auf der Innen- links und rechts. 6, oder? Dann kommen wieder 5 nach unten halt. Hier. Genau. 5 nach unten plus 1. 4 plus 1, 3 plus 1. 4, 2. Und ich glaube, dann gehe ich. Stimmt. Soll ich dann nach unten gehen oder das einfach geradeaus rauslaufen lassen? Da noch eins nach unten gehen und dann raus. Schad nix. Hm? Schad nix. Nein, nicht Schüsseln. Wie wir der Cleanstone haben. Zu hoch.
Ah, Shadow TS ist aufgewacht. Hat wohl auch Winterschlaf gehalten. Könnte sein. So, passt das? Ja, ist gleichmäßig. Würde ich mal so sagen. Und auf die Höhe soll dann das Dach von den langen Hallen. Die Frage ist immer noch, wie wir den Boden machen. Hier hätte ich die Überlegung, dass man in so eine Rüstung hinmacht. Hier auf der Höhe, wo man dann einfach runter gucken kann. Also, dass hier kein Boden drin ist, an dem Bereich. Und dass man hier unten dann vielleicht rausgeht aufs Rollfeld. Die Ankunft. Hier quasi so eine Art Rolltreppe dann irgendwas macht oder Treppe. Ja. Ja. Klingt gut. So, jetzt muss ich mir nur noch was überlegen, wie ich die richtige Struktur da bei dem hier hinkriege. Es wird ein Gewölbe sozusagen, also irgendwas mit starker Biegung. Das reicht nicht. Irgendwas, was ich schnell wieder abbauen kann, zu markieren. Warum nehme ich keine Fackeln? Verrät's mir das mal? Ich brauche was zu markieren. Ich muss den richtigen Abstand austarieren. Ich bräuchte noch ein paar Fackeln. Keine mehr. Also 3 habe ich probiert, dann probiere ich jetzt 4. Also ich will hier zwischen den schwarzen Säulen einfach einen gleichmäßigen Abstand haben.
Was ist denn jetzt schon wieder los? Die Probleme heute sind unglaublich. So, ich glaube, ich mache das so. Was machst du denn? Ich mache hinten die Wasserlöcher weg, damit man da eine Landebahn verlegen kann. Na, das könnte man auch mit dem Filler machen. Mehr Arbeit als nötig. Ist das alles auf einer Höhe? Komm schon spät. Nee. Moment. Ich weiß nicht, weshalb Shadow hier mal durch die Gegend fliegt, aber dann nichts mehr macht. Und im Teamspeak ist er ja auch nicht mehr. Oder? Doch, da ist er eigentlich. Na, na, na. Könntest auch die Stirnseiten von den Hallen mal machen. Damit Auch mit Säulen oder? Ich würde sagen, die Seite, wo du gerade bist, ja. Und auf der anderen Seite machen wir vielleicht unten dann wirklich noch so einen Bahneingang irgendwie. Einfach damit wir die Dächer hier mal fertig kriegen. Jetzt habe ich keine mehr. Keine Abyssal Stone mehr. Wahrscheinlich muss ich die nachher sowieso wieder ersetzen. Verdammt. Aber du hast doch so einen coolen Zauberstab, gell? Dann kannst du doch dir irgendwie Trade-Dings da die einfach tauschen. Ein Exchanger meinst du? Ja, ja, ja. Das ist sehr praktisch. Das Austauschen ist kein Thema, das können wir. Das machen. Könnte man auch gleich machen. Was soll ich austauschen? Hier den Stein gegen ein bisschen oder? Genau. Hey. Ah, so. So war das natürlich nicht geplant. Hier glaube ich immer eins höher gehen wie der daneben und die Mitte muss sowieso höher. Und dann wird es halt so, wie es jetzt ist.
Dann könntest von, ja, ne. Ja, da bin ich noch dabei. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Warte, die Position stimmt nämlich auch nicht genau. Sieht so ein bisschen besser aus. Also es kommt so an die Form ran. Also die Form, die wir da auf dem Bild hatten. Ich glaube, das muss noch fast höher sein, oder? Wobei, wenn man hier unten steht. Ja, im Prinzip ist das in Ordnung. Frage ist nur, ob man die Wölbung auch so hinbekommt. Aber wenn, dann sieht es gut aus. So. Also das Hauptgebäude hier wird ja sowieso hauptsächlich aus Glas. Da ist das mit dem Schwarz als Kontrast ganz cool. Oh, das stimmt ja gar nicht. Das ist irgendwie noch höher gezogen. Das ist ja irgendwie noch höher gezogen. Ah, ich bin hier hinten anders runter. Warte mal. Nee, du bist sowieso eins zu niedrig. Bei mir ist der höchste Wie Punkt zwei höher gegangen. 91. Bei dir ist der höchste Punkt 90. Ja, du bist zwei hochgegangen statt eins. Das Ich bin immer einen drauf und dann oben drauf, der nächste, genau. Hier gehen wir schon wieder runter, oder? Nee. Ach, du hast jetzt hinten weitergebaut. Das hinten muss noch mal weg. Der oberste Balken hier hinten. Der ist zu hoch. Er war schon angedeutet. Ja, ich war schon wieder dabei, ihn wegzumachen.
weil da gibt es noch eine. Auf der anderen Seite der Balken dann auch weg, nee, oder? Der passt. Ja, der passt, ne? Aber ja. Hier gibt es eben noch eine Besonderheit. Und zwar. So läuft das hier also. Kannst du mal dasselbe machen wie ich drüben auf der anderen Seite? Ja, dann müsste. Nicht da, hier. Also vor mir. Genau. Zwei Reihen. Ne, drei Reihen. Eins hoch. Auf dem dritten eins hoch. Dann nochmal drei. Und dann. Wie viel haben wir denn hier jetzt noch? Ich glaube, dann gehen wir wieder eins runter. Zwei rüber. Und wir haben es verkackt. Was solche Strukturen sind. Ich brauche ja bloß in der Mitte so einen Kamm. Eigentlich müsste ich runter und dann erst hoch. Warte mal, ich mach mal gerade die Mitte, ist das. Mitte und dann hoch. Dass die beiden Hallenflügel nicht gleich sind, das ist Absicht. Wie nicht gleich? Gleich lang? Gleich lang ist okay. Das ist kein Problem. Ja, dass sie nicht gleich lang sind, links und rechts von der Halle. Das ist egal. Okay. Zwei. Nein. Kannst du auf der anderen Seite auch mal wegmachen, bitte? Das war wohl nix hier. Der erste Versuch. Ach, der hier muss weg, verdammt. So passt das. Verdammt. Kennst du Olsenbande? Verdammt. bin ich da. Runter. Hä? Nee, du hast. Das ist nicht die Idee. So muss sein. Und der da muss weg. Okay, jetzt haben wir das von der Mitte und dann geht es eigentlich links und rechts eben nochmal hoch. Also hier. Ist der Dachüberstand. Oder? Hm? Hier kommt der Dachüberstand dann noch. Ja, ja.
Was schon in der Pagode. Eins noch. Genau. So, und dasselbe brauchen wir jetzt auf der anderen Seite auch, allerdings ohne den Mitteldinger. Also nur den Überstand brauchen wir auf der Seite hier noch. Bye. So. Ohne was zu sagen zu gehen. Vielleicht ist er wieder rausgeflogen. Wahrscheinlich rausgeflogen. Dann müssen wir eigentlich von hier aus nach außen gehen und höher. Oh Gott. Ich probiere mal einfach kurz aus, wie das aussieht, wenn wir das hier eigentlich gleich machen. War glücklicherweise so lange gewartet, bis ich geschlafen habe. Ja. Hä? Bin ich jetzt noch richtig oder falsch? Ich glaube, das passt, oder? Das ist der gleiche. Hier 5, ja. Ja, okay. Dasselbe wie der untere in. Fertig ist, ey, und das gut aussieht. Vorausgesetzt, das sieht gut aus. So, fürs Dach wollte ich eigentlich was Dunkleres nehmen, wie den Dings da, den Quarz. Oh, ich sehe schon ein Problem auf uns zukommen. Nur eins. Na, eins das halt. Später problematisch wird. Hier. Und dann müssen wir eigentlich hier. Da stimmt was nicht mit der Bogenzahl. Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist oder ob es irrelevant ist, aber wir haben hier 5 in der Mitte. Hier sind es. Naja, hier in der Mitte sind ganz hier links sind es nur 3. Ja, hier sind 5, 4, 4, 3, 3. Ja, das ist. Vierer zu viel. Da unten ist auch was falsch. Das hier, der hier, ups, verdammt. Der hier gehört noch weg. Daran soll es nicht scheitern, aber die Bögen. Die sind danach gerichtet. Nee, Quatsch, warte, jetzt war's. Hä? Von der Mitte aus gesehen ist es nicht symmetrisch. Warte. Das ist eine. Ja, der hier Bogen war falsch. Das hier, die Strebe ist falsch. Da gehört eine hin und daneben gehört keine hin. Die gehört weg. Weil hier auf der Höhe sind es ja 3 nach außen. So. Dass die nicht ganz symmetrisch sind, müssen wir leider hinnehmen. Ich habe es probiert. Hätte ich vorher ausrechnen müssen. Das habe ich aber nicht. So, und jetzt, wenn ich. Also, wenn man hier das drauflegt.
Dann kommt da Dach. Da Dach. Da Dach. Oh Gott. Mir fehlt gerade die Vorstellungskraft. Bau bei dir drüben mal noch nicht. Ah ja, okay. Das passt noch. Jetzt ist die Frage, ob man das Dach hier oben noch einen Bogen nach links machen lässt, dass es so gewölbt ist. Dann müsste man da noch raus. Dann beim nächsten auch raus. Verstehst du, wie ich meine? Oder halluziniere ich gerade? Ich habe keine Ahnung, was du dir vorstellst. Mehr als Bogen links habe ich eigentlich mitbekommen. Nee, ich will noch. Nee. Also im Grunde, so wie die Fackeln da unten stehen, genau so eine Biegung will ich auch noch an der Seite vom Dach haben. Also exakt. Sozusagen. Exakt. Dann müsste ich hier noch eins raus. Was hindert dich? Meine Vorstellungskraft im Moment. Ist das richtig so? Wenn ich hochfliege? Ja. Ja. Okay. Und hier machen wir dann alles weg, bis auf das, was wirklich stehen bleibt. So, das darfst du jetzt drüben auch noch bauen. Und dann ist, glaube ich, erstmal gut. Mein Kopf raucht schon. Okay. Das hier läuft dann da nach unten und trifft sich am Boden. Genau. Ja, ich glaube, das passt schon so. Und wenn ich es richtig gedacht habe, ist das Dach später zu bauen auch nicht so schwer. Vorausgesetzt, ich habe richtig gedacht. Also wenn es wirklich so wird, annähernd so wird wie das Original, dann können wir, glaube ich, zufrieden sein.
Durchaus, ja. Nein, das war gerade wie Bugs Bunny, der auf dem Baum sitzt und den Ast vor, hinter sich abkappt. Draufstehen und den Block unter sich abbauen. Gibt's ja wohl nicht. Kommst du auch direkt in Darwin Award? Hm? Kommst du direkt in Darwin Award? Ja. Noch ein bisschen mehr als Rundung aussieht. Was habe ich da jetzt gemacht? Zwei und dann eins rein. Und hier die Ungleichheit in den Bögen, die willst du so belassen oder ja. Soll man sie noch korrigieren? Nee. Die lassen wir so. Also, du meinst jetzt nur, also von hier zu meiner Seite, die ich gebaut habe, ist es symmetrisch, ist es gleich. Du hast diese Bögen hier nach den Fackeln hier gebaut. Oder wolltest du nach den Fackeln bauen? Hier stehen. Auf dem Boden? Ja, hier. Die. Nö, die haben überhaupt... Doch, nee, nee, nee. Am Anfang das da drüben hat nur eine Auswirkung auf das hier unten. Auf die unterste Reihe. Und ja, die und die ist falsch. Die ist gegeben. Wir haben hier 1, 2, hier 2, da 3, da 4, da 5, oben 7, dann wieder 5. Das passt schon. Nein, passt eben nicht. Hier sind es. Die rechte Seite ist es falsch. Hier ist es 4, dann 3. Dann ist es hier wieder 4 und dann hier wieder 3. Das stimmt nicht überein. Dann hat da jemand gemurkst. Naja, das wird irritiert. Das wird. Ja. Du musst im Grunde. Was ich eben gemeint hatte. Hier ist im Prinzip Schluss. Alles, was weiter rechts ist, stimmt nicht mehr in dem Links überein. Moment. Die Fackeln hören hier auf. Hier auf der Höhe müssten es eigentlich zwei übereinander sein. Hier müssen es zwei übereinander sein. Und dann geht es noch zwei nach außen. Das heißt, hier ist eigentlich Schluss. An dem Pfeiler. Ne, das sieht aber kacke aus. Ja, wir müssen den Teil halt rechts doch, machen so. Wegmachen. Machen wir so. Passt schon. Nee, Quatsch. Nee, das, was ich gerade gemacht hatte, war falsch. Nee. Lass den Pfeiler stehen, lass den Pfeiler stehen. Der passt schon. Der ist aber nicht so wie links. Dann schon wieder nicht symmetrisch. Links hast du es nämlich anders da gemacht. Ich weiß. Da fehlt nämlich der Pfeiler hier. Aber stelle dir vor, wir machen den Teil des Gebäudes, nur den kurzen hier. Als separaten Vorsprung sozusagen. Dann kann man den, kann man das mit den Pfeilern so hinbiegen. Natürlich ist es von der anderen Seite anders, weil das an die andere Seite steht nur zwei Blöcke über den Säulengang raus und hier haben wir viel mehr Blöcke über den Säulengang. Aber das ist auch gewollt. Oh ja, gut, okay. Ich dachte halt, dieser Teil, der hier noch rechts über steht, gehört eigentlich nicht hin, wenn wir nach dem ursprünglichen Plan gehen. Das weiß ich nicht. Von der Rückseite her habe ich das nicht so genau gesehen. Also ich sehe nur die Frontseite mit der Spitze, die auf dem Boden ist.
Ich meinte, wenn wir das symmetrisch machen, gehört der rechte Teil da nicht hin. Dann steht der über. Der Teil, der Genau, übersteht, ist aber dann zu viel. das finde ich jetzt nicht Ob schlimm. der auf dem Foto tatsächlich genauso ist oder nicht, oder ob wir das jetzt dreh stehen lassen oder nicht, das ist jetzt Dahingestellt. nicht die Frage. Ja, das sei mal dahingestellt. Also ich stelle es in den Raum, die als Frage, ob wir das symmetrisch machen wollen oder ob wir diesen Überstand jetzt, diesen, was wir ja falsch gebaut hatten, ob wir den stehen lassen. Das ist nicht falsch, das ist kreative, ja, irgendwas. Also wir sind zu faul, es abzubauen, nennen es Nein, nein, ich kreative, habe das ja mit was auch immer. Absicht schon länger gebaut. Das ist so. Weil ich habe ja vorher Okay. schon die Cobblestone so gesetzt gehabt. Das ist mir Okay. schon bewusst. Okay, gut. Die Frage ist nur, dass du mich jetzt rausgebracht hast. Ich würde das im Grunde so lassen, wie es bei dir hier ist. Auf der Seite. Mit den größeren Fenstern, nicht so ein schmales Ding dazwischen drin. Okay. Dann müsste ich das Deine halt. Entscheidung. Ja, ich finde es schöner, wenn es. Ich habe erst probiert mit zwei Zwischenräumen, dann mit drei Zwischenräumen. Das war alles zu wenig. Deshalb bin ich da noch weiter nach außen gegangen, dass es jetzt zwischen vier und fünf zwischendrin Luft ist, wo dann Glas reinkommt. Ja, ich glaube, ich baue das wieder zurück. Da zählen wir mal kurz durch, dass wir sicher gehen, dass wir gleich sind. Sind gleich, das habe ich überprüft. Das sind vier in der Mitte, 1, 1, rechts. Das sind drei in der Mitte, plus 1, links, rechts. Hier in der Mitte, 1, 2, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, plus jeweils 1, links und rechts. Hier in der Mitte, das sind drei in der Mitte. Zwei in der Mitte, drei lang, fertig, ja, passt. Drei lang, genau. Okay. Gut, die nächste Schwierigkeit wäre dann eigentlich, das nur runterzuziehen. Das könnten wir jetzt noch kurz machen. Also im Grunde das regelmäßig über drei Blöcke bis auf den Boden. Nur die Frage, ob man da die mitzählen, ja.
passt. Irgendwann muss ich auf 2 runtergehen. Muss ich weiter nach innen kommen. Hol die Waldfee. Hol die Waldfee. Warum? Respekt. Wo ist denn die Mitte? Geh mal hinten auf den mittleren Block. Ah ne, warte, warte. Hier ist die Mitte. Okay. Bin ich jetzt noch gleich? Ja. Muss mal den Platz hier noch ein bisschen ausbauen. Ich muss gucken, irgendwann gehe ich auf Zweige. Da haben wir ein bisschen was zu tun. Aber ich finde, von der Struktur her sieht schon interessant aus. Wie hoch war es, Schwimmbad? Moment, guck ich. Überholt er mich einfach? 99. 99. Dann ist der Flughafen 5 kleiner. Wobei ich gerade überlege, wenn wir da gleich so reingehen, dann wird es noch breiter. Eigentlich ist er zu niedrig. Zu niedrig. Ja, um die Form der Bögen, die jetzt auf dem Boden reichen, gut hinzukriegen.
So, ich würde sagen, das war's jetzt vom ersten Abschnitt des Baus. Ich habe leichte Rückenschmerzen vom Krummsitzen. Ich bin müde. Aber wir haben schon einiges hingekriegt. Vielen Dank Absolut, für die das Hilfe, Rückgrat Mavia. steht, würde ich mal behaupten. Wie bitte? Viel wert. Was hast du gesagt? Sagte, das Rückgrat steht, das ist schon viel wert. Ja. Und die Sagte, Kiste das lässt sich mal wieder Rückgrat nicht öffnen. steht, das ist schon viel wert. Ja, du, es hat gerade alles gehangen. Ich habe dich nicht gehört. Aber jetzt kam es an. Vielen Dank für die Hilfe. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gute Nacht, Minecraft. Jetzt warten wir mal noch, bis Bye. es bei Mavia ankam.